So, herzlich willkommen beim Tagesorakel am vorletzten Tag des Jahres am 30.12. Und wir schauen mit meinen Lenormand-Karten rein. Oh, der Tag beginnt mit einem Energieverlust. Die Maus zeigt auch immer an, es kann etwas verloren gehen, es kann etwas gestohlen werden. Bisschen aufpassen, auch im Straßenverkehr. Also vielleicht seid ihr alle ein bisschen angespannt vor dem Jahreswechsel, vielleicht auch wegen der Energie, die sich so stark verändern wird dann ab der Silvesternacht, ja. Und hier haben wir dann aber am Abend die Fische dabei, die zeigen uns eine gute Seelentiefe, eine gute Seelenebene. Also wir gehen solide aus dem Tag raus. Lasst euch bitte nicht stressen, lasst euch auch auf keinen Fall provozieren hier, ja. Denn das könnte wirklich, wirklich ja, ein bisschen böse enden, sagen wir es mal so. Deshalb versucht heute die Ruhe zu bewahren, auch wenn es schwer fällt. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr in den Supermarkt müsst. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.